So viele Leute an einem Flughafen-Check-in, aber niemand von ihnen hat vor, zu verreisen. Das hat einen triftigen Grund. Sie alle sind da wegen der Eröffnung des neuen Südteils des Terminal 2. Der Thomas Kern, der Chef der Flughafen Zürich AG, verkündet die gute Nachricht und erklärt uns, warum es den Neubau überhaupt braucht. Man muss sehen, dass es nicht primär darum gegangen ist, jetzt da ein neues oder ein grösseres Terminal zu bauen, sondern es ist darum gegangen, zum einen das Terminal in seiner Haustechnik, in der Erdbebensicherheit zu ertüchtigen und auf der anderen Seite es eben auch moderner zu machen, passagierfreundlicher zu machen, und man hat beides miteinander sehr gut erfüllt. Selbstverständlich gehört zu so einer Neueröffnung auch ein symbolischer Akt. Beim Flughafen Zürich wird hier dafür aber nicht nur ein Band durchgeschnitten, sondern es wird gerade auch einmal eingecheckt. Und das erst noch mit einem goldigen Koffer. Wohin das seine Reise geht, ist leider nicht bekannt. Für den Flughafen gehört das Projekt ganz klar zu den aufwendigeren. Man muss sehen, es war ein ganz komplexes Projekt, wie man das unter Betrieb gemacht hat. Man hat verschiedene Provisorien müssen einrichten, man musste eine ganze neue Check-in-Reihe müssen bauen in einem Zwischengeschoss, um überhaupt da können, die Hälfte von dem Terminal 2 total sanieren. Die eine Hälfte ist also schon mal gemacht, die andere fehlt aber noch. Bis Mitte 2016 soll dann das ganze Terminal 2 in einem neuen Look daherkommen. Die heutige Eröffnung ist auf dem Weg sicher ein Meilenstein und gleichzeitig ein Grund, um endlich einmal durchzuschnaufen. Ganz besonders gilt das auch für den verantwortlichen Architekt. Etwa 4 Jahre Knochenarbeit. Eigentlich jeden Tag vom Jahr habe ich an das Haus gedacht. In der Ferien vergisst man es manchmal ein bisschen, aber doch nicht ganz. Nein, da ist schon sehr viel Herzblut natürlich drin. Und darum sind so Momente wie der jetzige Moment sind natürlich sehr wichtig. Nur wichtiger als das ist dann der Moment, wenn die ersten Fluggäste im nigelnagelneuen Check-in ihre Reise starten.